Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute mal eine Ausgabe, die ich aufgenommen habe in der Weihnachtszeit mit einem Unternehmen in Kiel. Die Gründerin und Geschäftsführerin von Oceanwell war zu Gast. Haben vielleicht viele von euch noch nicht gehört. Ich habe das jetzt schon sehr oft gehört in dem Freundeskreis meiner Frau. Das ist ein Beauty-Produkt auf Algenbasis. Es geht voll ab. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein. Wie kann es denn sein, dass hier aus dem kleinen Kiel so ein Produkt kommt, so eine Produktinnovation? Wie funktioniert denn der ganze Markt weltweit? Und müsste das eigentlich etwas sein, was Tina Müller in ihr Veleda-Sortiment aufnimmt oder eigentlich auch kaufen muss? Sicherlich ein Nischen-Podcast. Ich fand es sehr interessant und hatte auch mal die Gelegenheit, mal wieder vor Ort so eine Produktion zu besuchen. Ihr müsst selber bewerten, ob ihr glaubt, dass das ein Produkt ist, was die nächsten Jahre 10, 20, 30, 40 Millionen Euro Umsatz erzielen kann. Das ist gar nicht das Ziel der Gründerin. Warum das so ist, erklärt sie im Podcast. Wenn ihr Lust habt, über die Learnings aus Oceanwell zu sprechen oder generell über das, was im E-Commerce-Markt passiert, dann lade ich euch auch noch ganz herzlich ein zu einem Event, auf dem ich nächste Woche eingeladen bin, und zwar den B2B-Tech-Tag von Towa in Wien. Das ist am 25. Januar. Da sind mittlerweile über 100 Unternehmen angemeldet. Da geht es natürlich auch um, ja, Technologie, Themen, Temu, E-Commerce. Towa ist da eines der führenden, ja, oder einer der führenden Dienstleister rund um diese Themen in Österreich. Findet, glaube ich, nachmittags statt. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Ticket kostet 49 Euro. Ist also No-Brainer für diejenigen, die in dem Bereich aktiv sind und nicht so eine lange Anreise haben nach Wien. So, jetzt aber zurück zum Podcast. Viel Spaß dabei. Ines, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute mal in Kiel. Man kann das hier im Hintergrund sehen, die das auf YouTube schauen. Ich bin hierher gekommen, weil ich eure Produkte immer häufiger sehe und darauf angesprochen werde. Und habe ich gedacht, komme ich hier mal vorbei, so zwischen den Jahren einen Podcast aufnehmen und hör mir mal an, was es hier in Kiel für neue Produkte gibt. Bevor wir darüber reden und auch Produkte in die Kamera zeigen, stell dich gerne mal vor, wer bist du, was machst du? Ja, moin Alex. Schön. Vielen Dank für euren Besuch. Ich bin Ines, ich bin studierte mehr, also wie gesagt, Geburt und das alles lassen wir erstmal weg, aber ich bin Kielerin in der Tat, in Niedersachsen aufgewachsen und zum Studium in Hamburg. Dann habe ich mich die Meeresbiologie begeistert und habe da dann Meeresbiologie studiert und dort auch promoviert, war dann noch in Dänemark, habe so ein bisschen eher an Sedimenten und Würmern geforscht, aber dann hat mich nachher über die Familienplanung letztendlich eine Weiterbildung zu neue Medien und Marketing 2000 war das, da kam ja dieses Internet gerade auf. Da habe ich dann eine Fortbildung gemacht zum zu einer Marketingreferentin sozusagen und habe dann gesagt, gut, Wissenschaft ist jetzt mit zwei Kindern und immer Ausland und Zeitverträgen und mein Mann war auch hier in Kiel vor Ort, ist nicht mehr so, und habe dann im Rahmen dieser Weiterbildung Praktikum bei bekannten Meeresbiologen, die ich noch vom Studium her kannte, gemacht. Und da haben wir tatsächlich, sage ich mal immer gerne, so beim berühmten Glas Wein hatten die Idee, wie können wir unsere Küsten hier nachhaltig nutzen, und haben eine erste Algenfarm-Idee kreiert. Und da bin ich dann sozusagen quer dazu. Und dieses Projekt funktionierte sehr gut. Und damit das nicht als Bericht nur in den Schubladen landet, hatten wir überlegt, Mensch, Algen, es ging um diesen Zuckertang, der hier auch natürlicherweise in der Ostsee lebt. Haben wir überlegt, so. Zuckertang ist das? Das, ja. Eine bestimmte Alge ist das quasi. Ja, genau, das ist eine Braunalge. Okay. Und da war eine Machbarkeitsstudie, wie wirkt sich Algenfarm für die nachhaltige Nutzung der Meere, wie wirkt sich das auf die Meeresumwelt aus? Vor 20 Jahren war das hier für Norddeutschland noch ein ganz innovatives Thema. Ja, und da hatten wir so den Gedanken, machen wir eine Algenfarm. Und wenn wir die haben, müssen wir natürlich Produkte daraus entwickeln. Und da haben wir so ein bisschen überlegt und experimentiert im Labor, wie kommen wir an die Wirkstoffe aus den Algen ran, und haben quasi über die Idee, um es jetzt erstmal nicht zu lang zu machen, haben wir einen Wirkstoffextrakt entwickelt und haben Produkte daraus entwickelt und haben aber gesagt, gut, jetzt gründen wir uns aus Coast Research and Management und haben Ocean Basis 2001 gegründet. Wir waren zwei Meeresbiologen, Levent Pieker, Peter Krost und Ines Linke, und mit Christian Koch haben wir ein MBA im Team mit,
oder in der Führungsgründungsriege mit, der Maschinenbauingenieur ist, mit wahnsinnig tollem Zahlenverständnis. Das hat diesen drei Meeresbiologen sehr geholfen, im Grunde so ein bisschen wirtschaftlich zu denken. Und dann sind wir sozusagen so damals vor 22 Jahren mittlerweile losmarschiert und haben Ocean Basis gegründet, hier an diesem Standort, direkt an der Wasserkante in Kiel. Mit unserer Schwesterfirma CRM sitzen wir hier auch immer noch. Ja. Und was war Ocean Basis? Man kann ja übrigens die Wasserkante gut sehen, weil wir sitzen hier an der Kieler Schleuse. Und da könnte man im Hintergrund jetzt auch, da steht auch Containership drauf, ein Containerschiff sehen. Ja, sehr authentisch hier. Ja. Deshalb wollen wir hier auch um. Also was war Ocean Basis dann genau? Sozusagen, ihr habt erst diese Idee gehabt, sozusagen Küstenschutz, Alge, wie kann man das nutzen? Und, und daraus ist direkt ein Produkt geworden? Ja, weil jetzt sitzen wir bei Ocean Well, nicht Ocean Basis. Doch, Ocean Well ist eine Marke von Ocean Basis. Okay. So. Genau, also wir haben mit Course Research und Management nochmal ganz kurz, ist sozusagen unsere Mutterfirma, Meeresumweltgutachten. Die haben gezeigt, Algenfarmen hier so in einem Wasser verbessert die Meeresumwelt, hat einen guten Effekt, nimmt Nährstoffe auf, Algen geben Sauerstoff ab. Und darüber hinaus war uns auch damals schon klar, dass Algen im großen Maßstab schon weltweit genutzt werden, im Millionen-Tonnen-Maßstab. Aber, da kommt dann die Meeresbiologin durch, Algen sind ein ganz wahnsinnig wichtiger Lebensraum, gerade in den Küstenregionen. Wir haben mehr als 13.000 verschiedene Makroalgenarten im Meer alleine. Und da leben natürlich, ist eine Kinderstube von Fischen und so weiter. Und die zu nutzen und dann damit alles zerstört zu hinterlassen, da haben wir gesagt, nee, so nicht. Dann ist doch mit einer Algenfarm das vielleicht eine Idee. Und da haben wir dann... Diese Millionen Tonnen Algen, die heute schon genutzt werden, da werden quasi... natürliche Algen einfach abgebaut im Meer. Also im Grunde genommen so wie eine Farm das quasi. Das war gemäht. So vor 20 Jahren. Okay. Hm. Mittlerweile ist es so, dass immer mehr Algenfarmen auch entstehen. Also alleine Norwegen und Skandinavien sind in den letzten paar Jahren sind da mehr als 400 Algenfarmen entstanden. Da beziehen wir mittlerweile auch unseren Zuckertang her. Und das als Kompensationsmaßnahme zum Beispiel auch Lachsfarm gegenüber. Dann wird einfach aufoktroyiert sozusagen, ihr habt eine Lachsfarm, also bitte macht Meeresalgen drumherum als Kompensation oder in der Nähe zumindest. Deshalb, da gibt es unheimlich viel Algen. Und angebaut werden sie, sag ich mal, zunehmend hier in Europa eben, sag ich mal, wie in den letzten 10 Jahren, während es weltweit Aquakultur in Indonesien oder Afrika eigentlich schon gar nichts Neues ist. Aber hier oben im Norden war das dann vor 20 Jahren eine ganz gute Idee. Und dann haben wir, als wir diesen kleinen Bericht abgegeben haben von CRM, haben wir gesehen, tolle Alge, sie haben unheimlich viel wertvolle Nährstoffe, fragst du vielleicht nachher nochmal, dann will ich jetzt nicht abschweifen. Dann haben wir geschaut, wie kommen wir an die Wirkstoffe aus den Algen und haben eben eine eigene Fermentation entwickelt. Da sind die Wirkstoffe der Alge drin. Und haben dann gesagt, man weiß auch in der Literatur schon, Algen können ganz viel, außer dass sie wertvoll in der Meeresumwelt sind, also mit diesen Wirkstoffen, Inhaltsstoffen, hat schon Hippokrates vor 2000 Jahren gefunden, Thalassotherapie, Inhalation bei Atemwegserkrankungen, also hat ganz viel Gesundheitseffekte. Und dann haben wir damals gesagt, klasse, dann machen wir ein Gesundheitsprodukt. So als Startup kein Thema. Und haben natürlich dann gelernt, dass die regulatorischen Hürden sehr groß sind. Also haben wir gesagt, gut, dann machen wir Cremes, eine Kosmetik vielleicht. Ja, genau. Haben wir Jean Pütz das Buch uns wirklich geholt. Wie mache ich meine Naturkosmetik? Und sind ab da hinten ins Labor. Den Extrakt hatten wir ja schon, die Rohstoffe haben wir uns sozusagen erlesen und erarbeitet und sozusagen nicht erarbeitet, also das Wissen darum und haben dann angefangen im Labor die ersten Cremes anzurühren. Und da die Algen ja angebaut sind, du kommst gar nicht zu Wort, ne? Da die Algen angebaut sind, haben wir gedacht, gut, das ist Bio, das ist nachhaltig, machen wir natürlich Naturkosmetik. Und das war eine ganz tolle Idee vor 22 Jahren. Als die Kosmetik dann rauskam, war 2009, also hat dann noch ein bisschen Zeit gebraucht. Denn zu dem Zeitpunkt gab es mal weiter, ich gucke noch, ob das alles richtig läuft. Aber ja, genau. Ja. Das war eine sehr gute Idee, weil zu dem Zeitpunkt, Anfang eben der 2000er, es schon ganz tolle Naturkosmetik gab, wie Dr. Hauschka und Weleda, man kennt sie ja. Und es gab auch schon Meereskosmetik, La Mer oder Talgo, Biomaris kennt man auch. Aber Naturkosmetik, zertifizierte Naturkosmetik, die also keine Mineralöle hat, keine Mikroplastikinhaltsstoffe oder, sag ich mal, scharfe Konservierer, die auf Meereswirkstoffen basiert, wie diesen Algenextrakt und geben auch natürliches Meerwasser dazu, so eine Marke gab es bis dahin noch nicht. Also haben wir fast zufällig einen USP damals schon herausstellen können.
Es gab noch keine Naturkosmetik auf Algenbasis. Richtig. Nicht vor den Weltweit 15 nicht. Jahren. Ja. Okay. Also nicht keine zertifizierte Naturkosmetik. Naturkosmetik ist ja kein geschützter Begriff, kannst du so drunter schreiben, passiert nichts. Aber zertifizierte Naturkosmetik, deshalb haben wir dieses Nature-Siegel auch uns geben lassen oder uns zertifizieren lassen, wo wirklich kontrolliert wird, wo kommen die Inhaltsstoffe her, die Wirkstoffe und was wird auch, was darf nicht zugesetzt werden. Und vielleicht Tierversuche sind auch No-Go natürlich. Okay, und auch nicht mit Fischen offensichtlich. Dieser Extrakt sozusagen, der aus diesem Fermentationsprozess kommt, wie genau funktioniert das? Also was macht man da? Also wir brauchen wahrscheinlich viele Algen, die müssen erstmal trocknen oder nicht trocknen? Wie funktioniert das? Nee, das sind frische Algen. Also wie gesagt, wir haben angefangen mit der eigenen Farm da zu experimentieren und die Algen haben wir dann genutzt. Nun sitzen wir hier in der Kieler Förde und der Platz ist einfach nicht ausreichend genug. Das ist hier Wasser- und Schifffahrtsstraße. Wir haben hier 2 Hektar um die Ecke vorm MFG5-Gelände, wer es kennt. Da ist auch eine kombinierte Algen- und Miesmuschelfarm mittlerweile entstanden, die wir ausgegründet haben. Und wir beziehen jetzt, weil wir richtig im Tonnenmaßstab Algen auch benötigen, jedes Jahr den dann aus Norwegen. Vor Trondheim ist eine biozertifizierte Algenfarm, der diesen Zuckertank halt hat. Ja, und die werden frisch gefroren angeliefert und dann geht unsere Fermentation so los, dass wir die Algen erstmal zerkleinern, einmeischen. Ist ein bisschen wie die Weinsprache. Wir geben auch Hefen dazu und auch Wasser nochmal. Und das Ganze kommt in einen Gärtank oder in 2 Gärtanks über 4 bis 6 Wochen. Und dann entsteht über eine alkoholische Gärung, werden die Wirkstoffe aus den Algen genau in den Extrakt überführt. Und da sind nämlich die Meeresmineralien, verschiedene Vitamine, Polyphenole auch, dann antioxidativ Wirkstoffe, also Polyphenole sind Antioxidantien auch, dann auch Aminosäuren, also Eiweißbausteine, eigentlich alles, was man auch so aus der Ernährung kennt, ist im Meerwasser auch gelöst drin und die Algen akkumulieren die Wirkstoffe eben über ihre Blattoberfläche. Also die sind viel wirkstoffreicher als so eine schlichte Landpflanze, sag ich mal jetzt, als Algenfan. Und jetzt diese Menge an Extrakt, die jetzt hier ist, das sind vielleicht 200 Milliliter. Ja, das ist, wie viel Tonnen Algen braucht man dafür? Oder wie viel Kilo? Also ich sag's mal andersrum, weil ich gar nicht so schnell rechnen kann um die Uhrzeit. Also 1 Kilo frische Alge ergibt 4 Liter Extrakt. Also ist kein Konzentrat, was wir machen. Wir geben ja Wasser auch dazu. Aber durch die Gärungsmethode wird es eben rausgeholt. Und dann war dann die Idee und den verkaufen wir auch nicht weiter, den Extrakt, weil als Ocean Basis haben wir ansonsten auch das Wissen, um Extrakte zu machen, auch weiterentwickelt und verkaufen auch Extrakte in die große Industrie tatsächlich. Aber unseren fermentierten Extrakt, der ist nur in Ocean Welt drin. Und das macht er hier in Holtenau quasi da hier hinten irgendwo im Büro? Ja, nein, im Labor schon. Ein bisschen, bisschen Sauberkeit haben wir also stehen. Okay. Während die Idee, wie gesagt, dann mit der Naturkosmetik, da haben wir einen Lohnhersteller, einen regionalen, der saß erst in Plön und jetzt ist er nach Bostedt umgezogen, 2. Generation. Der hat sich, den kennen wir auch seit 20 Jahren, als wir mal so in der Zeitung hier drin waren mit unseren ersten Experimenten. Und der stellt für uns dann sozusagen zertifiziert die Ocean Well Produkte her. Okay. Und dann kommen wir mal zu den Produkten, damit die Leute auch wissen, also habe ich jetzt verstanden, Algenfarm sozusagen kommt aus Trondheim, ihr baut jetzt diesen Extrakt liefert ihr einen Lohnhersteller und der baut daraus Produkte oder mixt das quasi nach euren Ideen an. Wir haben hier paar Produkte auf den Tisch gestellt. Hier ist ein Ocean Well harmonisierendes Meeresbad. Meeresbad zum Beispiel. Ein Teil dieses Extraktes drin, ja, ist korrekt? Genau. Das war also ist wirklich so die Basis, immer der Extrakt mit seinen Wirkstoffen, dann auch natürliches Meerwasser, was wir filtriert beziehen und dann noch eben Naturkosmetik-Inhaltsstoffe. Und bei Ocean Well haben wir gesagt, gut, wir haben eine Basic Line, das ist so ein bisschen diese blaue Linie, wie man dann hier sieht, stelle ich dann schon mal so dahin. Und das geht los, auch gar nicht zu viel Produkte, weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt auch nicht so für jeden Pickel gleich eine eigene Serie haben, das ist schlichtweg ganz oft nur Marketing. Ist natürlich die Herausforderung, wenn wir nicht so viele Produkte haben. Wir haben jetzt 22 von der Basic Line. Dann haben wir noch eine Serie Cell Support, heißt die, wo wir keine Duftstoffe drin haben, aber gleiche Rezepturen. Das ist beim Thema Neurodermitis und Schuppenflechte. Dann haben wir den Bogen zur Gesundheit dann auch wieder genommen. Und dann haben wir noch Ocean Collagen, eine auf Quallen-Extrakt basierende kleine Serie für die Pro-Age-Linie. Okay, aber Ocean Well Basic Line ist im Grunde sozusagen die Basis
die wir auch eben, womit wir gestartet sind. Jetzt möchte ich nochmal einen Schritt zurückgeben. Die meisten Hörer dieses Podcasts sind tatsächlich Männer, über 80%. So, wenn du von Naturkosmetik sprichst, was heißt denn Naturkosmetik? Also welchen Anwendungsbereich? Ja, also da reden wir gar nicht jetzt hier von Schminke oder irgendwas draufklatschen oder so, sondern wir sprechen von Cremen und natürliche Pflege im Alltag. Und man merkt, vielleicht geht man nicht unbedingt alles selber einkaufen, aber ich weiß es jedenfalls auch von zu Hause, da wird dann immer, was da steht, auch gerne mal mitgenutzt. Und das ist so, dass bei Ocean Well zum Beispiel die Lotion ist so aufgebaut mit den natürlichen Ölen auch, dass die einfach auch sehr gut einzieht und auch für die Männerhaut wirklich sehr gut geeignet ist. Klar, wir haben 80% weibliche Userinnen und 20% Herren. Und wir sagen auch, das ist für beide geeignet, die blaue Basisserie. Und da haben wir dann auch ein Wirkstoffkonzentrat. Dann haben wir unser Meeresgel, was wir besonders lieben, was auch als Aftershave zu nutzen ist, was wir aber auch als Maske nutzen können. Das ist dann so ein bisschen die Herausforderung, dass wir eben nicht eigene Serien für gefühlt, die gleich auf den Anwender zugeschnitten haben, sondern man muss ein bisschen denken. Aber okay, das klappt zunehmend. Okay, und jetzt nur damit man das Produkt mal ein bisschen vergleichen kann. Also das ist jetzt quasi so eine kleine blaue Packung. Was ist das? Wie viel Milliliter? Das ist Meeresgel, 50 Milliliter. Meeresgel, 50 Milliliter. Was, wo, wie, für wie viel wird das verkauft im Handel? Da sind wir bei 35 Euro im Handel. 35 Euro. Und wenn man jetzt ein vergleichbares industrielles Produkt, also nicht Naturkosmetik, kaufen würde, bei einem DM, würde es ja wahrscheinlich sowas geben. Wo liegt das dann? Da gibt es natürlich so ein tolles Meeresgel nicht. Aber wenn wir noch jetzt auf nicht, die, noch nicht. Ja, okay. Ja. Aber wenn wir jetzt auf die Creme zum Beispiel gehen, wir haben ja auch die Feuchtigkeitscreme hier, da haben wir gerade keinen stehen. Ne, genau. Aber Hand- und Nagelcreme. Die Handcreme. Okay. Ja, genau. Die kostet jetzt 16 Euro knapp, also 15,90. Und wenn man da vergleichbare Produkte sind, schon ein Drittel so bei DM, die auch Naturkosmetik zertifiziert sein können, was ich aber auch gut finde. Das heißt, es gibt auch Produkte, dann, die kosten noch nur 1,50 Euro. Nee, aber so schlimm nicht, aber so 3-4 Euro aufwärts, da sind wir schon im mittleren Preissegment. Es geht noch höher. Man kann auch eine Dose Creme von La Mer kaufen, die kostet 350 Euro. Okay. Ich kann das nicht bewerten, was da dann an Zauberei drin ist. Ich würde nur sagen, sowas ist ein reeller Preis, weil natürlich ist es auch die Forschung und die Manufaktur, den Extrakt herzustellen, den wir da reinrechnen. Natürlich ist es auch, auf den Vertrieb kommen wir vielleicht gleich noch, dass wir eben auch ein Naturkosmetik-Fachgeschäft oder eine Fachkosmetikerin, die mit den Produkten arbeitet, oder ein Hotel, die verkaufen es weiter, die kriegen auch eine Marge dann ab. Aber es ist ein ehrlicher Preis. Und unser Lohnhersteller ist auch keiner, der 40.000 Stück am Tag macht, dann für 10 Cent das Stück, sondern das sind dann schon andere Preise. Und dann geht's weiter. Die Verpackung und auch die Faltschachteln sind eben auch hier in regionalen, oder Hannover, gut, aber eben auch in nachhaltig zertifizierten Druckereien hergestellt. Das sind alles Dinge, die auch ihren Preis so haben, aber dabei passt es auch. Nee, das verstehe ich. Und wie gesagt, könnte auch 300 kosten. Das will ich gar nicht, in Abrede stellen. Aber die, weiß ich gar nicht. Wir kommen ja gleich noch zum Marketing, wie das gut funktionieren kann. Ich will auch nicht sagen, dass andere unehrlich sind. Aber vielleicht, also die Geschichte mit dem Meer und mit den Algen sozusagen, die ist ja schon mal, extrem cool. Ja, also für Leute, die das Meer schützen wollen, ist das ja schon mal ein Kaufargument. Aber, diese Naturkosmetik jetzt auf Algenbasis ist jetzt auch irgendwie erwiesen, besser als eine andere Naturkosmetik mit Pflanzen, die in der Luft wachsen, jetzt vereinfacht gesagt, kann man das irgendwie nachweisen? Ich könnte natürlich jetzt ein bisschen flapsig sagen, na klar, aber das andere Kosmetik ist auch sehr gut. Der Punkt ist, und das kann man sich vor allen Dingen so bildlich machen, wenn wir jetzt fange ich wieder mit meiner Alge, das ist jetzt nur mal eine getrocknete, aber wenn wir sie uns frisch vorstellen, sind die auch oft Zuckertank, so. Zuckertank. Der Zuckertank, kann man auch essen, aber mache ich jetzt gerade nicht. Der ist, so, wenn man ihn frisch anfasst, ist auch so schleimig. Das kennt ihr ja alle, oder wenn wir am Strand spazieren gehen, muffeln die zwar auch, aber das ist, dann sind die eben auch schon abgestorben, aber im Prinzip ist es, dass sie so eine schleimige Schutzschicht haben. Deshalb, da werden sie dann nicht bewachsen großartig, damit schützen sie sich vor Fraß, damit schützen sie sich auch, wenn Ebbe ist, was hier in der Ostsee nicht so der Punkt ist, aber in der Bretagne zum Beispiel, da schützen sich die Algen dann vorm Austrocknen. Und das kann man so ganz sich versinnbildlichen, und sie schützen sich auch vor Brand, Sonnenbrand. Und diese Wirkstoffe, die wirken auch bei uns Menschen, sprich gar nicht so kompliziert, sondern eigentlich, sage ich immer, schützend und feuchtigkeitsspendend. Fertig. Okay.
Okay. Mehr brauchst du nicht. Dann könnte man ja auch gute Naturkosmetik auf Kaktusbasis machen, wenn ich dieses Argument sicherlich, durchziehe. Also ich weiß, gut, es ist kein Kaktus-Aloe Vera, aber ich weiß, dass Aloe Vera okay. da ein ganz, ganz tolles, ganz toller Rohstoff ist, gerade beim Thema Feuchtigkeit, ja. Beim Thema Schützen geht's so. Nein, jetzt kommt mein zweiter Erklärungsansatz, sehr gut nachgefragt. Wenn wir jetzt an unser Meerwasser denken, da haben wir mehr Salz natürlich drin. Und das Meersalz besteht aus Mineralien und Spurenelemente. Und zwar reden wir da von Natrium, Kalium, Spurenelemente wie Jod, Selen auch und auch Schwermetalle können drin sein. Aber diese Spurenelemente sind exakt die gleichen, die wir auch in unserer Zellflüssigkeit haben, in unserer Blutflüssigkeit haben. Auch das hatte Hippokrates schon rausgefunden damals. Und das heißt, wenn ich jetzt hier den Extrakt, gut, der ist ein bisschen alkoholisch, riecht er auch, schmeckt übrigens auch. Aber gut, das machen wir jetzt gerade auch nicht. Das mit die Produkte mit denen, mit Meerwasser und dem Algenextrakt, die ziehen wirklich in die Haut ein und die Haut holt sich dann, was sie braucht. Also zum Beispiel haben wir in jeder Hautzelle auch Feuchtigkeitspumpen und die funktionieren nur optimal, wenn sie genug Kalium haben. So ganz sinnbildlich gesprochen. Und wenn machst du dann, also deshalb geht man ja auch, wenn man am Meer spazieren geht oder im Meer badet, ist das ja auch gerade bei entzündlichen Hauterkrankungen so hilfreich. Weil nämlich die Haut sich Elemente holt, die ihr dann wieder helfen, sich zu heilen oder zu stärken. Hm. Und das haben die Algen sehr stark in sich vereint, weil wir sagen immer so, oder es ist Allgemeinwissen auch untersucht, dass ungefähr 1 Kilo Algen, frische Algen, enthalten Wirkstoffe von 10.000 Liter Meerwasser um und bei. Also ist richtig eine Wirkstoffbombe, kann man sagen. Okay, gut. Jetzt könntest du mir das Produkt auch für 300 Euro verkaufen. Also quasi, okay, ich denke da nochmal drüber nach. Stark darüber. Aber gehen wir nochmal, wir sind ja bei Kassenzone, gehen wir mal zum Thema Verkaufen. Ja. Wo bekomme ich das jetzt? Also ihr macht das jetzt seit 2009, das war das, ja, das, das war Produkt so auf den Markt gekommen, also so ja. grob 15 Jahre. Mhm. So, und jetzt, ich habe das jetzt in den letzten 2 Jahren erst so richtig wahrgenommen, mhm. fairerweise. Und das argumentiere ich ein bisschen gegen Kassenzone auf dem Pop-Up-Store während des, was war das, irgend so ein Volvo Ocean Race oder Kieler ja, Woche? Ich weiß genau, nicht genau. Ja, beides letzte Woche, nicht letzte Woche, dieses Jahr auf jeden Jahr. Fall. Oh, genau. Sorry, ich bin und, World Oceans Day war und da war auch Ocean Race. Ist also vielleicht ist das ein globaler Trend geworden, Naturkosmetik auf Algenbasis? Seid ihr immer noch alleinstehend und wie kann ich euer Produkt kaufen? Also ein globaler Trend kann man so, glaube ich, noch nicht sagen, was wir natürlich auch ganz beruhigend finden. Wir haben zunehmend, dass gute Naturkosmetik auch dann mit Algen was drin hat. Also das Algen werden immer mehr globaler Trend werden. Aber die Naturkosmetikmarken per se, die wir auch schon haben oder auch wenn sich neue gründen, gehen doch immer wieder auf Aloe oder auf Landpflanzen tatsächlich basierend. Und die haben dann mal vereinzelte Produkte mit Meerwasser oder mit mehr Salz drin. Wir haben ja noch das natürliche Meerwasser. Also von daher sehe ich jetzt oder weiß es vielleicht noch nicht. Vielleicht ist da das jemand im Hintergrund schon mit einem Hufenschart. Ein L'Oreal möchte ja auch gern Naturkosmetik werden und schafft's nicht. Aber gut, so da sehe ich das, da sind wir, glaube ich, als Marke können wir uns ganz gut da aufgestellt sein lassen. Zumal wir uns auch mit Meeresschutz wirklich sehr identifizieren, aber das fragst du ja vielleicht nachher nochmal. Ja, komme ich genau. am Ende nochmal. Genau. Drauf. Also, wo verkaufen wir das? Also, wir haben dann angefangen, eben damals war dieses Internet, haben wir tatsächlich unseren ersten eigenen Online-Shop 2009 auch aufgebaut und den haben wir auch immer noch, natürlich schon aktualisiert ein paar Mal. Und unsere Lieblingskunden sind, damit haben wir auch gestartet, es sind Hotels und Spas und Kosmetikstudios, wo wir sagen, die fungiert, dort gibt es Anwendungen. Wir haben auch Produkte mit den Algen, die man so als Endverbraucher gar nicht erwerben kann. Die kriegen nur diese Studios oder in der Kabine, arbeiten dann damit, machen besondere Packungen und Anwendungstreatments sozusagen, ganze Abfolgen. Und da sagen wir, das sind unsere Lieblingskunden, die beraten dann gut, die Menschen erfahren das, wie wohltuend das ist mit einer Fachbehandlung und wirken dann wie Multiplikatoren. Also wir sind nicht von vornherein gesagt, haben wir nicht gesagt, Handel, Masse, 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 weil das können, sind wir einerseits nicht und das könnten wir jetzt so auch gar nicht bestücken, mit der, wie wir aufgestellt sind. Und dann hat sich dann aber bald auch der Fachhandel gemeldet. Wir waren dann auch auf der Vivaness. Das ist in Nürnberg eine groß, die weltgrößte Biomesse. Und die Vivaness ist halt, also die Biofach. Und die Vivaness ist die Naturkosmetikmesse dabei. Da sind wir dann auch vom Fachhandel entdeckt worden, der auch bundesweit vertreten ist. Und, insofern sehen wir uns, wir sind jetzt keine Massenware. Also wir gehen nicht in die, DMs und Rewes
und Lidls dieser Welt, das würde nicht funktionieren. Also gar nicht, weil wir sagen, wir wollen da gar nicht rein, aber wir sagen, es wird nicht funktionieren. Wir sehen es immer noch mit unseren Produkten, dass sie beraten werden möchten. Also das steht dann eben, ich kenne das ja auch, man kommt als Verbraucher rein und will eine Fußcreme. Dann gehe ich ins Regal und gucke, da muss dann Fußcreme stehen. Steht bei uns aber nicht, bei uns steht Lotion, weil die kannst du für den ganzen Körper nehmen und auch für die Füße, für die Hände übrigens auch. Und dann sagt die Kunde, nee, ich will aber, wo Fußcreme draufsteht. Oder geht dann weiter und guckt, wo sie Fußcreme findet. Deshalb ist, wenn wir so einfach im Regal stehen, wird es nicht funktionieren. Insofern sind uns da noch die liebsten Kunden. Wir sind jetzt aber auch bei Denre gelistet, also so die Dens-Biomärkte, da ist die Zielgruppe dann auch drin. Die beraten, das funktioniert ganz gut tatsächlich, weil wir dann vielleicht doch schon so ein bisschen bekannter werden, langsam aber sicher. Und die inhabergeführten, sag ich mal, Naturkosmetik-Fachgeschäfte. Dann haben wir aber auch haben wir auch Kunden, die Online-Shops sind. Und da sind wir achtsam, da haben wir einen Hauptkunden, der auch eben auf die Markenstabilität im Bereich achtet. Wir selber sind nicht auf Amazon, das passt nicht zu unseren Prinzipien, können es aber auch nicht unseren Kunden verwehren. Aber sehen zu, dass es möglichst transparent und fair da läuft. Also nicht billig, Masse, Masse. Also es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt nur hier in Holtenau am Thiessenkai kaufen kann, sondern schon auch, es gibt schon ein paar Standorte. Ja, also, doch. Man kann sich auch zuschicken lassen von online. Ja, das online, genau. Das auf alle Fälle. Und kannst du verraten, so welche Umsatzregionen handelt es sich hier oder wie viele Mitarbeiter sind hier, damit die Leute sich das vorstellen können, wie groß eigentlich das Unternehmen schon ist? Also wir haben die 1 Million Umsatzgrenze vor einigen Jahren überschritten, da waren wir schon ganz stolz und wir sind jetzt so um die 25 Köpfe hier am Thiessenkai mit Ocean Basis, kann man sagen. Und haben allerdings da, das haben wir noch so ein bisschen übersprungen, also toll, dass wir auf Kosmetik so abheben, aber wir haben im Grunde 3 Geschäftsfelder, kann man sagen, 4. Wir haben ein neues Baby dazugekriegt. Das ein Geschäftsfeld ist Ocean Actives, das sind nämlich die Extrakte aus dem Meer, die verkaufen wir auch an größere sozusagen Lieferanten, die dann noch andere Sachen reinmischen, nenne ich es mal, und dann weiter in die große Kosmetikindustrie verkaufen. Wobei, wie gesagt, unser eigener Ocean Well Extrakt für uns bleibt. Dann haben wir Ocean Biotech, das ist nämlich Forschung. Da ist Levent ganz aktiv auch. Wir haben auch immer noch Forschungsprojekte, die wir hier in der Region oder auch überregional reinholen, weil uns das immer noch dieses Wissen auch rund ums Thema Meer und Wirkstoffe absolut fasziniert und brennt. Und deshalb hatten wir zum Beispiel auch mal ein Projekt mit Quallen, das Kollagen in Quallen ist und daraus dann letztendlich rückwärts gerollt noch Kosmetik entwickelt. Also es ist gar nicht, dass wir das Projekt hatten, weil wir neue Kosmetik entwickeln wollen, sondern wir haben Forschungsprojekte, weil uns Gesundheitsthemen auch weiter vorantreiben und dann immer wieder fällt was Schönes für die Kosmetik auch ab, kann man sagen. Und der dritte Bereich ist eben Cosmetics, nur ganz kurz. Der vierte Bereich ist Food. Wir haben nämlich jetzt auch Algen zum Essen ganz frisch im Programm. Das ist Glücksgriff. Wir haben da eine ganz schöne Agentur gehabt, die Algen ein bisschen positiv benamst hat. Mit Glücksgriff. Bio-Merges-Algensalat. Ja, das ist eine Mischung aus Algen. Rotalgen und das kommt und wo rein? Das kann man als Gewürz rüberstreuen. Wir haben jetzt auch die erste. Und ich habe auch schon Algentee gerade getrunken. Ja, genau. Das kommt auch von euch? Ist das ein Produkt? Ja, genau. Und zwar geht's darum dann jetzt nicht nur Marketing oder dass man denkt, okay, Algen, man muss jetzt Algen, sondern es hat wirklich einen positiven gesundheitlichen Effekt. Auch beim Essen in der Ernährung. Und wenn ich mir sozusagen 1 Million, da will ich jetzt ja drüber sein, Umsatz, wenn ich mir das so überlege, das Potenzial, also die Geschichte ist ja ziemlich groß, ne? Das Meer, dass diese Argumente, die du ja aufzählst, wie sich die sozusagen 10.000 in 1 Kilo Alge ist, 10.000 Liter quasi Meeresenergie drin, das ist ja schon mega. Gab es Momente, wenn dann öffentlich über euch berichtet wird, auch mal im Fernsehen, da wart ihr sicherlich auch mal im einen oder anderen Beitrag, wo dann Leute sagen, hey, das muss es ja viel größer geben, das muss es jetzt auch im DM zum Beispiel geben, also Ketten, die dann auf euch, oder im Douglas zum Beispiel, die dann auf euch zukommen und sagen, hey, lass das mal zusammen groß machen. Gab es diese Momente in eurer Firmengeschichte? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind eine sehr authentische Gruppe hier. Also manche haben sich die Zähne dann an uns ausgebissen. Beziehungsweise haben wir das eine oder andere auch mal mit versucht, aber das hat dann auch nicht funktioniert tatsächlich. Wir haben dann selber auch, wollten auch nicht da groß rein investieren und sagen, okay, wenn das funktioniert, machen wir das, aber es muss auch immer noch stimmig zur Marke sein. Und deshalb, wir haben nie gesagt, gut, dann kriegst du dann 1 Euro und dann kriegst du 500.000 Stück und dann mach mal. Da haben wir schon Anfragen gehabt, hier sind wir nie drauf eingegangen. Haben allerdings auch schon versucht, auch im Sinne von, weil, um diesem Preisbeispiel zu bleiben, also jetzt sozusagen hier das Gel, ne, 35 Euro hast du gesagt,
Das würde ja so nicht funktionieren, wenn man es einfach ins Regal stellt beim Rossmann oder DM. Ne? Ja. Ohne Erklärung. Also ja, dann, genau. Das wird, Leute würden da vorstehen und sagen, nee, dann nehme ich das, was daneben steht, für 10 Euro. Mhm. Also, da steht auch eine Kosmetik drauf. Ja. Das ist so dein Argument, warum du sagst, okay, jetzt eine Riesenkette, die sagt, ich nehme 1 Million Stück ab, kann dir aber jetzt dafür nur 3 Euro geben für eine Schachtel. Dann sagst du, nee, da komme ich mit den Produktionskosten eigentlich nicht hinterher und der Marke dient das auch nicht. Ja. So, dann wird es verramscht. Das geht nicht. Ja, genau, würden wir auch so sehen. Und wir sehen, dass es einfach noch eine Beratung da, eine qualitativ wertige Beratung notwendig ist. Mhm. Also da haben wir gesagt, da auf den Weg haben wir uns, der ist nicht falsch, der Weg, will ich jetzt nicht verurteilen, aber wir haben nicht gesagt, wir könnten ja ein Produkt entwickeln, was günstiger ist, was weniger enthält. Und dann steht da nicht Meeresgel drauf, dann steht da drauf After Sun Ding. Also das, wo man nicht erklären muss, das meine ich damit. Das stimmt, das wollten wir bewusst nicht machen. Okay, aber es wäre ja ein Weg. Nicht? Wenn ich mir, du hast ja schon gesagt, es gibt ja andere Naturkosmetikhersteller wie Veleda. Die sind ja deutlich größer. Zum Beispiel machen mehrere 100 Millionen. Da könntet ihr auch sagen, okay, ihr seid quasi eher der Franchise-Marken, meinetwegen Franchise-Geber und euch gehört quasi die Kompetenz quasi in der Forschung, ja, und ein anderes Unternehmen sozusagen übersetzt das dann in eine deutlich größere Skala, was dann irgendwie Produktentwicklung angeht. Und die machen dann halt immer das Gleiche und schreiben einmal Fußgel, Nagelgel, Gesichtsgel drauf, ja, in verschiedenen, könnte man ja machen, sozusagen, das würde ja deutlich größer skalieren. Ist das was ihr hier diskutiert, weil so groß wie ihr jetzt ja seid, auch in diesen ganzen Spezialmärkten, wird euch ja jede größere Marke in irgendeiner Form mal wahrgenommen haben auf irgendeiner Strategietagung. Da sagt sie, wäre das nicht was für uns, müssten wir das nicht auch in diese Richtung machen. Also es müsste ja zunehmend auf euch zukommen, diese Fragestellung. Weil ihr selber könnt das ja, so wenn ihr weiterhin quasi jetzt hier im Labor das sozusagen diese Skalierung könnt ihr ja gar nicht anbieten. Ihr könntet das ja gar nicht für einen DM oder Rossmann machen. Nee, das ist für uns nicht erstrebenswert in der Tat. Wir sagen auch gar nicht, wir wollen jetzt hier wachsen. Es ist vielleicht ein bisschen Ponyhof-mäßig gedacht oder so. Also wir lieben diesen Standort hier, der auch Begrenzung zeigt. Klar ist das keine Firmenstrategie, weil du am Standort bist, willst du nicht weiter wachsen. Aber tatsächlich sehen wir uns auch hier. Wir sind ja auch mit CRM hier noch zusammen. Da sind nochmal 10 Leute. Also wir sind hier im Grunde so ein 35-People-Club, der 3 Gebäude oder Etagen hier am Thiessenkai und uns aus ganz verschiedenen Sparten auch kommt und uns vereint, sagen wir immer so ein bisschen platt, die Liebe zum Meer. Und wir tun das hier, weil wir daran Spaß haben und es sinnstiftende. Und das ist nicht nur, weil wir Bilanzen, Gewinne, damit noch 5 Vertriebler reinkommen und damit man noch mehr und das wollen wir gar nicht. Wir sind so ein bisschen, der Weg ist das Ziel, kann man sagen. Und es gehört auch euch, also es ist jetzt kein Investor, der euch irgendwie drängen könnte. Nee, mit sowas reden wir gar nicht. Okay. Entschuldigung, das ist jetzt auch despektierlich gemeint. Aber tatsächlich auch, da sind wir irgendwie sehr authentisch knarrig. Es ist natürlich so, dass wir sehen uns auch öffnen, auch neuen Entwicklungen. So sind wir jetzt auch seit einiger Zeit Gemeinwohlökonomie bilanziert, also GWÖ, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal... Nee, in der, das ist total spannend, vielleicht auch mal im Podcast sozusagen zu beleuchten. Das ist eine Bewegung, das würde Christian besser wissen, seit wann? Seit einigen Jahren, sage ich mal, auch weltweit fängt sie an sich zu etablieren. Also VD zum Beispiel, der Autohersteller, ist da auch schon drin und bilanziert und verschiedene andere. Es ist jetzt nicht nur eine reine Bio-Öko-Bewegung, sondern es geht darüber hinaus, wie wirtschaftlich. Und dann gibt es verschiedene Berührungsgruppen. Also geht es nicht darum, nur Produkte, die bio sind, zu machen, sondern du beleuchtest auch, wie bist du im Team? Wie geht man im Team miteinander um? Wie geht man mit den Lieferanten um? Wie geht man mit seinen Kunden um? Müssen die immer nur kaufen? Müssen die hier irgendwie funktionieren, nur damit die Zahlen am Ende stimmen? Und auch natürlich, wie ist deine Finanzlage? Wie finanzierst du Dinge? Und das ist ein ganz spannendes eine ganz spannende Richtung, wo man sich Punkte gibt, wie nachhaltig man, also man wird von extern bilanziert. Und das ist einfach, wo wir dann uns auch wiedergefunden haben, dieses sinnstiftende Arbeiten. Gut, okay. Dann sind wir jetzt hier im Vertrieb, sind wir 5 Leute. Dann klar könnte man ein Vertriebsteam aufbauen mit 30 Leuten und dann haben wir den Umsatz vielleicht verdreifacht. Muss aber auch nicht. Ah,
Ah, okay. Nee, das ist spannend, weil tatsächlich die meisten Gäste haben natürlich sozusagen den klassischen Betriebswirtschaft vielleicht einen Ansatz. Ja, mhm. wollen immer, also da ist Wachstum, also Gewinn sowieso, aber Wachstum mhm. ist dann schon ein zentrales, treibendes Argument. Da ist ja die Frage, okay, welche weiteren Kanäle gibt es noch? Wie kann ich vielleicht Amazon für mich nutzen? Wie komme ich vielleicht jetzt nicht in die M und Rossmann, aber wie komme ich vielleicht in den Spezialbereich bei Douglas rein? Wie kann ich internationalisieren? Das wird ja wahrscheinlich für euch jetzt auch noch keine Fragestellung sein, oder? Internationalisierung ist ja mit der Struktur, die ihr hier habt, gar nicht so einfach möglich. Tatsächlich ist das da auch sehr authentisch, kann ich nur wieder sagen, dass wir haben tatsächlich zwei Vertriebspartner. Eine ist in China sitzend und die andere in Russland. Also gerade ist natürlich beides aktuell interessante Entwicklungen. Und das ist aber nicht gekommen, weil wir strategisch sagen, okay, wir wollen jetzt da auf den Markt, der am meisten hat, weil dann müsste man auch noch mal ein bisschen mehr Richtung USA gucken oder Frankreich, weil da ist Naturkosmetik richtig viel größer, sondern das ist dann über Kundinnen von uns gekommen. Die haben die Produkte genutzt, waren in dem Bereich aktiv, also gerade unsere chinesische Partnerin hat eben Sustainable Management in Göppingen studiert und ist dann wieder zurück in ihr Land und hat gesagt, Mensch, das passt so toll. Low Carbon heißt die Firma auch noch. Also ich nehme Ocean Well mit Huckepack und dann auch noch auf sehr organische Weise. Also nicht, dass da jetzt Container schon rübergehen. Also das ist auch sehr so auf Augenhöhe und das passt zu uns. Und deshalb, da sind auch dann nicht gleich die Riesen-Bam-Sachen, aber es entwickelt sich. Aber es könnte jetzt nicht, angenommen, es gibt jetzt hier in Kiel oder auch in Göppingen eine amerikanische Studentin, die sagt, hey, das wäre einfach ein Mega-Business in den USA, vielleicht erstmal in den Küstengebieten, Ostküste, Westküste, die ja für solche Sachen deutlich zahlungsbereit sind, dann sagt ihr jetzt nicht, hurra, hurra, hier ist der Container, so, viel Glück damit, sondern... Aber wir zeigen uns aufgeschlossen und gesprächsbereit. Okay. Und also für uns ist tatsächlich ganz wichtig, dass das auch passen muss. Zum Beispiel haben wir jetzt Taiwan eine Anfrage, wo wir auch erstmal gehorcht haben, wie sind sie denn auf uns aufmerksam geworden und was macht ihr genau? Und die haben ein Vertriebsnetz ausschließlich über Apotheken und Ärzte, was zu Ocean Well qualitativ sehr gut passt, weil wir ja auch diese guten Effekte von der Kosmetik haben. Also deshalb sind wir da jetzt, immerhin hat sie es schon geschafft, mit uns ins Gespräch zu kommen, um es mal so auszudrücken. Okay, also es ist nicht ganz trivial tatsächlich, das so einfach zu skalieren. Okay, aber finde ich cool, weil es tatsächlich ein etwas anderer, sehr nachhaltiger Ansatz ist und den muss man auch erstmal durchhalten. Also es ist ja nicht so, dass jetzt dass das einfach durchzuhalten ist, wenn jetzt hier Menschen quasi mit Geld an der hier vorne klingeln und sagen, hier, ich würde das gerne haben. Mhm. Ich ändere das ein bisschen ab. Das ist sozusagen Ocean Superwell. Mhm. Ja, möchte jetzt diese Marke ein bisschen günstiger machen. Ich habe auch jemanden, der kann Algen fermentieren. Jetzt zeigt ihm mal, wie das geht und dann machen wir das gemeinsam und ihr kriegt dann 30% des Gewinns. Da würde er sich ziemlich die Zähne ausbeißen, glaube ich, erstmal. Aber es ist jetzt nicht... Nee, das sind wir nicht. Okay. Und so. Du hast ja hier im Hintergrund sitzt jemand aus eurem Marketing-Team, habt ihr mal mit Influencern experimentiert, die das genutzt haben, davon irgendwie vollkommen begeistert sind oder generell mit solchen Marketing-Methoden? Ja, aber das haben wir dann auch nicht, sondern das haben wir gemacht, so die müssen dann auch zu uns passen. Und haben auch gesagt, dann nehmen wir jetzt nicht eine Million in die Hand. Gibt's so Öko-Influencer? Also die sozusagen nachhaltig, Natur, ja? Ja, okay. Auf jeden Fall, reichlich. Und wir haben auch dann hier im Frühling oder im Sommer, Frühsommer war das auch ein Event hier gehabt, wo wir dann vor Ort eben Sachen vorgestellt haben, nochmal ein bisschen Algenverkostung gemacht haben und haben das dann so gestreut. Also es ist eben sehr organisch. Es kann sicherlich mit noch mehr BAM gehen, aber warum? Es passt und wir sind am Wachsen tatsächlich und wenn wir die viel beschworenen vergangenen 3 Jahre da so überlegen, die auch bei uns nicht einfach waren, weil wir viele Hotels und Kosmetikstudios hatten, die natürlich auch erstmal Schotten dicht machen mussten, haben wir das aber aufgrund unseres vielfältigen Aufgestelltseins gut geschafft und gemanagt. Wir haben auch kaum Kunden verloren, also alle die haben auch überlebt. Und wir setzen tatsächlich ein bisschen auf dieses Thema Content und Qualität auch, weil das passt eben zu uns. Also kann natürlich auch gegen die Wand fallen, wenn man so will, wenn man natürlich das keinen interessieren würde. Aber ein bisschen interessiert es ja doch diese Idee, die damals Peter und Levent schon hatten, von 20 Jahren. Wir wollen nachhaltig für Mensch und Meer arbeiten. Super, das will heute jeder. Vor 20 Jahren war das schon richtig vorbildlich. Aber bleiben wir mal bei dem, das will heute jeder, weil wir haben natürlich jetzt das Thema Energiekrise in den letzten 2 Jahren intensiv gehabt und über Energiekrise sozusagen, wo das Thema Klimawandel auch natürlich massiv gestresst in allen medialen Formaten. Hier, wir hatten vorhin gerade ein Video geguckt, hier hatten wir ja gerade die Sturmflut vor
wann war das denn? 4 Wochen? Ende Oktober. Ja, also vor 6 Wochen, da hat das Wasser hier gegen das Fenster geklatscht. Es gibt das euch einen Auftrieb? Also diese ganzen Elemente, die ja dann dazu führen, dass das eigentlich stärker ins Bewusstsein der Konsumenten oder auch der Vertriebspartner gehen müsste, ist das dann so, dass die, keine Ahnung, das Hotel in Büsum anruft und sagt, ich brauche jetzt doppelt so viel. Die Leute wollen jetzt eigentlich nur noch Ocean Well haben, weil sie jetzt noch mehr den Ozean schützen wollen oder das, in diesem Falle ja. den See schützen wollen. Das ist eine sehr gute Frage, weil darauf wäre ich nämlich jetzt auch gekommen, weil, wie gesagt, wir sehen nicht, suchen nicht DM und Co. unbedingt, also Masse, sondern wir setzen eben auf dieses, unsere Storytelling, unsere Authentizität, und das passt jetzt genau in die Zeit. In der Tat haben wir jetzt, wir wollen auch noch mehr in die Hotellerie gehen, wie wir dann mal gestartet sind. So wollen wir auch gerne weitermachen, weil es diesen qualitativen Aspekt hat. Die Leute lernen es kennen, es ist auch ein schöner Multiplikator. Und die Hotels kommen jetzt tatsächlich auf uns zu, dass sie sagen, wow, wir bauen, sind jetzt hier neu gerade am Aufstellen, am Ostsee-Thema haben wir da gerade eins an der Ostsee. Und das ist natürlich klar, da möchte ich was Regionales auch haben und dann auch Naturkosmetik. Und da merken wir, dass wir da auch wirklich Auftrieb bekommen. Ohne dass wir jetzt sagen, bam, wir müssen jetzt hier so ein Marketing-Budget haben. Und das heißt, über die Kunden, die dann in so einem Spa-Bereich im Hotel das Produkt mal erfahren, ist auch eine Wahrscheinlichkeit, dass die das dann in euren Online-Shop dann kaufen, genau. Ist relativ hoch. Ja, das merken wir auch. Das ist auch so. Es ist natürlich immer ein Balanceakt und auch dieses, dass dann die Produkte irgendwo da günstiger sind. Und die rufen auch die Fachhändler an oder die Kosmetikerin sagt, ich berate mir hier einen Wolf, der geht nach Hause und guckt, wo ist es ein bisschen. Das hat man natürlich immer wieder, aber wir bieten natürlich noch ganz viel anderes an Schulungen, an Qualität. Bei dem Thema Preis ist es so, ganz gut, wenn ich es richtig verstehe, der geht nach Hause und sucht sich dann quasi einen Anbieter, der im Ocean Well ein bisschen günstiger anbietet, das oder sucht sich einen anderen Naturkosmetikanbieter? Nee, einen Anbieter, der es günstiger hat. Das sind ja dann diese angeblichen Algorithmen in den Shops, dass sie sich manchmal ja so unterbieten. Ja. Und man darf, es ist ein UVP, wir dürfen nicht vorschreiben, dass das 35 Euro kosten muss. Und wenn einer das für 33 anbietet, habe ich da auch keine Bauchweh, wenn alles andere drumherum stimmig ist. Aber man hat natürlich immer mal wieder Ausreißer. Okay, jetzt habe ich das jetzt erfahren so, und sozusagen meine Frau findet das auch gut und alle Freunde, denen wir es irgendwie schenken, finden das auch gut. Wie geht's denn weiter mit euch, so 2024? Was ist denn der nächste große Schritt von Ocean Well? Also das sind viele Schritte. Ein Schritt wird auf jeden Fall sein, dass wir Richtung Produkte weiter nachdenken, Thema Sonnenschutz. Weil da hatten wir auch ein Forschungsprojekt vor einigen Jahren. Wie ich vorhin schon mal andeutete, Algen, wenn die trocken fallen, verbrennen die nicht sofort. Mhm. Die haben Pigmente, die können und auch andere Wirkstoffe, die sie schützen. Und da sind wir jetzt dabei, quasi was in der Forschung und Entwicklungsabteilung zu haben, dass wir da einen meeresfreundlichen, umweltfreundlichen Sonnenschutz anbieten. Der also aber eine Art eben Sonnenschutzcreme mit so einem UV-Faktor von 30, 40, 50. Das wird so das nächste 50. sein, genau. Okay. Ja, und dann gibt's auch noch nicht. Also es gibt noch keinen algenbasierten Sonnenschutz. Nee, nicht. Ich frage das so deswegen so naiv, weil, also das Beispiel, die Hand hast mit den Algen, das ist ja, das liegt total auf der Hand, ne? Dass die dieses Meerwasser so absorbieren, sich gegen verschiedene Situationen schützen können, sozusagen Ebbe, Flut, sozusagen die das Meerwasser auch wahrscheinlich so ein bisschen filtern, also ein bisschen wieder. Kaktus, auch wenn das jetzt so ein bisschen despektierlich irgendwie, deswegen wundert es mich, dass das jetzt noch nicht ein globaler Trend ist, plus die Anbaugebiete für Algen, es gibt ja relativ viel Meeresregion, das wird wahrscheinlich auch gar nicht so schwer sein, sich da ein paar Hektar Algenanbaugebiet irgendwo zu sichern, auch nicht so teuer, ist ja nicht so begrenzt wie Land, Land wird ja überall deutlich teurer, dass das noch nicht deutlich stärker skaliert. Aber es passiert gerade ganz viel. Also das haben wir ja beobachtet. Es gibt eine Algenkonferenz in Grenaa, also in Dänemark hier, die jährlich stattfindet, wo die Wissenschaft und Wirtschaft zusammenbringt rund um das Thema Alge. Und da merkt man schon, dass also gerade Skandinavien auch sehr, da passiert ganz viel. Und was macht man sonst noch mit der Alge außer Naturkosmetik? Also diese Farm da in Norwegen, ihr nehmt da so ein paar Tonnen ab, aber an wen verkaufen die sonst? Ja, das heißt, da war auch ein Vertreter aus einer anderen norwegischen Farm, der so ein bisschen guckte, wie ist der Markt? Die haben die Auflage, das zu produzieren, und der wollte jetzt gucken, wie werde ich das los? Hatte da also selber noch gar keinen Plan, er musste die haben. Wir sehen die heraus oder die Chancen mit Algen für die Zukunft, also tatsächlich auch in der Ernährung. Nicht, dass man jetzt komplett nur Algen essen muss, aber man kann es eben einmal ergänzen. Man kann auch mit Algen sozusagen auch Brot backen, oder also man kann sie mehr in die Ernährung einbinden.
Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn wir jetzt Wirkstoffe aus den Algen holen, bleibt ja immer noch ganz viel Biomasse über. Das heißt, man kann auch mit der Biomasse der Algen die in Baustoffelemente integrieren. Es gibt hier ein Startup in Kiel, die Spanplatten mit Seegras oder Algen ergänzen. Man kann Algen auch eventuell in Bio, also in Verpackungen, ne, das wäre ein Traum, eine algenbasierte, aber produktstabile Plastikverpackung zu haben, die, wenn sie in der Natur landet, dann kein Mikroplastik kreiert. Und jetzt nochmal so für so doofe Nicht-Algenbauern wie mich. Kann ich mir das so vorstellen, wie auf dem Feld, also im das Feld, da muss ich irgendwie so Samen ausbringen, damit irgendwie Weizen wächst oder Mais oder was immer. Und dann muss das irgendwie bewässert werden und dann kommt eine große Pflanze raus. Und wie funktioniert das in der Algenfarm? Wie werden da Algen eigentlich gezüchtet? Dass genug Wasser ist ja offensichtlich vorhanden, genau. Ist ja schon da. Ja. Mhm. Die müssen ja auch Sonne bekommen, also quasi, die ist ja nicht sehr tief, es muss ja relativ an der Wasseroberfläche sein, damit sie Sonne bekommen. Wie funktioniert das? Das hat was Gärtnerisches wirklich und das war damals ja die Leistung von CRM, also Coast Research Management, unsere Mutterfirma, in diesem kleinen Umweltgutachten, das Peter und Levent da angestellt haben. Und da haben die eine Methode entwickelt. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, dass Algen sich einmal im Jahr, also jetzt erstmal in der Natur die Algen, die krallen sich ja auf hartem Untergrund fest, machen dann diese großen Blätter, da kriegen sie ihre Nährstoffe, habt ihr jetzt ja auch gerade schon gelernt, und machen einmal im Jahr auch so ein Fortpflanzungsgewebe. Und wenn man das abschneidet, bisschen stresst im Labor, dann kommen daraus Zoosporen und Eizellen auch. Also ein bisschen wie ein Land, die Pusteblumen sich über den Wind vertreiben, geben Algen wirklich ins Meerwasser quasi ihre Fortpflanzungsorgan. Die paaren sich und dann gibt's, sag ich mal, Baby-Eier-Algen, die dann sofort irgendwas suchen, sich festzusetzen. Und dieses Wissen hat CRM auch von anderen Langleinen-Aquakulturen so ein bisschen abgewandelt auf die Ostsee. Sprich, wir bieten diesen Algen-Babys Leinen an, im Aquarium an Land, sozusagen im Labor hinten. Darauf setzen sie sich fest und dann diese bestückten Ansaatleinen, die spannt man einfach 1 Meter unter der Wasseroberfläche im Meer aus. Fertig. Mehr macht man gar nicht. So, klingt so einfach natürlich, aber muss sich so entwickeln. Und das Nachhaltige für die Meeresumwelt ist natürlich toll. Du musst nichts in den Meeresboden rammen oder sonst was. Also es ist an Leinen, an Bojen, also gerade hier in Kieler Förde haben wir quasi 4 Untiefentonnen dann bekommen, dass da nun kein Schiff durchdonnert. Und die sind mit Boden verankert, sorry. Und dazwischen sind Leinen gespannt. Und dann hängen wir die Leinen zu einer bestimmten Zeit raus und dann muss man nicht mehr dünnen, nichts mehr machen. Dann wachsen die Algen auch da. Auch nicht mehr wässern, offensichtlich. Auch nicht mehr wässern. Und wie lange dauert das? Das sind dann so, man kann sagen, 1,5 Jahre. Also wir haben so eine Ansaatphase und wenn das Wasser schön kalt und klar ist, dann im Herbst haben wir es rausgebracht und am nächsten Jahr waren die Algen dann schon, haben die so diese Länge, 30 Zentimeter so. In der Nordsee, wo es salzhaltiger ist, sind die in der gleichen Zeit schon ein bisschen größer. Also da ist das von der Biomasse her stärker. Aber es ist schon, und ich sage 1,5 Jahre, weil wir am Anfang haben wir im ersten halben Jahr, oder haben wir die erstmal sozusagen ein bisschen geschont, die Setzlinge. Aber letztendlich könnte man sie jedes Jahr wieder abschneiden und die schieben schnell Biomasse. Wenn die eine Leine einmal da draußen hängt, dann kann man quasi an der Pflanze immer wieder schneiden. Ja, also kann man theoretisch, aber denk mal, im großen Stile machen sie es schon so, dass sie die dann abstreifen die und dann wieder neue Setzlinge setzen, so im Cashflow. Ja, das geht schneller und einfacher. Okay. Und das, ich sag mal, wenn man so auf die CO2-Bilanz guckt, ist das großartig, weil die Algen, ne, erstmal haben wir jetzt schon gesagt, kein Dünger zusätzlich, wir verbrauchen keine Meeresbodenfläche, weil die finden das gut, die Fische da drunter auch. Aber natürlich muss man bedenken, das sind Schiffe, die gebaut werden, oder na gut, sind schon gebaut, aber mit denen man dahin fährt zu den Farmen. Also das ist schon was in die Bilanz einzieht. Aber trotzdem, Algen binden auch CO2, also es ist schon insgesamt Global noch eher in der Frühphase quasi des Algenfarmings. Ja, Peter ist da der bessere Fachmann, Thema Aquakultur, das ist so sein Thema, aber mit meinem Wissen würde ich sagen, ja, wir sind so, er hat immer eine sehr schöne Grafik gehabt, wo wir vor 10.000 Jahren hier waren, noch steinzeitmäßig, wo der Ackerbau gerade so losging. Da ist jetzt bei uns so die Aquakultur. Also da geht noch was. Okay, und dann letzte Frage, wenn jetzt Tina Müller, die ist ja gerade CEO geworden von Beleda, wenn die das jetzt hört und sagt so, ah geil, das ist Algengeschichte, die kann ich, glaube ich, gut vermarkten. Könnte die sich selber jetzt irgendein Labor suchen, was dann Algen fermentiert und sowas Ähnliches bauen?
würden wir sie nicht abhalten können, ob der Extrakt nun so gut wird wie unser. Das sei dahingestellt. Weil da schon viel Forschungsnachhau drin ist und man sich das noch jetzt nicht so einfach kaufen kann. Ja, genau. Und wir haben tatsächlich das auch nicht patentieren lassen, weil wiederum man da ganz viel offenlegt. Und da haben wir gesagt, das ist sozusagen wirklich unser Know-how. Ihr habt es nicht patentieren lassen, weil ihr dann offenlegen würdet? Mhm. Okay. Genau, weil letztendlich ist es eine Fermentationstechnik, Aber ich habe immer gedacht, bei Patenten ist das so, wenn man es patentieren lässt und dann offenlegt, dann dürfen andere das dann damit nicht produzieren, da müssen sie euch fragen, um das dann zu nutzen. Wir brauchen nur eine andere Algenart nehmen und können das machen. Ah, okay. Weil wir das natürlich nur auf die Art dann bezogen haben. Ja, aber es gibt, wie gesagt, auch andere, die schon Algenextrakte nehmen. In der Regel sind das aber eben nicht diese fermentierten, sondern wässrige Extrakte, wo also auch schon viel Wirkstoffe drin sind, aber nicht so in der Vollkommenheit wie bei uns. Ja, sehr cool. Ich stelle dir gleich noch mal ein paar Ideen vor nach dem Podcast sozusagen. Ja. Ich sehe da schon einige Algen-Gin sozusagen. Den gibt es schon. Ja. Gibt es schon? Ja. Auch von euch? Nein, Czerny ist hier eine regionale Brauerei. Die haben schon mit dem Glücksgriff Algen kreiert. Wird hier noch interessanter und noch besser. Ja, genau. Und wie gesagt, den Extrakt den haben wir auch schon mal verkostet so. Hatten wir auch ein Sommelier hier, also der enthält 14% Alkohol. Also ist im Grunde wie ein Algenwein, habe ich dann auch so mal einem Journalisten erzählt. Und da hatten wir auch eine sehr schöne kleine Schlagzeile, erster Algenwein in Kiel entdeckt. Was schmeckt das? Der Sommelier, der dann kam, hat es ganz höflich als charakteristisch interessant bezeichnet. Ich finde es okay, es ist ein bisschen Citra-artig, kann man sagen. Okay, kann man so sagen. Man kann ja gleich mal nippen. Ja, genau. Ines, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Danke für die guten Fragen. Sehr spannend. Das war's. Nächste Woche geht's weiter mit einer Folge zum Thema Rennautos oder sehr sportliche Fahrzeuge. Ich habe einen der Geschäftsführer von HWA im Podcast gehabt und wir haben über eines meiner Lieblingsprojekte gesprochen, den Evo 3 oder den Evo, den HWA jetzt baut und rausbringt. Auch wieder ein sehr interessenbasierter Podcast von mir, aber macht ja nichts. Ich glaube, der ein oder andere kann da sicherlich auch was mitnehmen. Und wir sind auch dabei, ein paar Energiezone-Folgen aufzunehmen. Die kommen natürlich alle auf energiezone.org. Müsst ihr einfach abonnieren. Nächste Woche, wenn ich mich recht entsinne, dürfte die Folge live gehen, die wir aufnehmen mit 1,5. Sehr großes Unternehmen im Energiesektor und die Gästeliste wird auch immer länger. Also da kommt auch dieses Jahr nochmal 30, 40 Folgen zustande für diejenigen, die lieber den Energiethemen folgen und nicht so sehr den Beauty- und Rennauto-Themen. Die wären dort fündig. Energiezone.org verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. In diesem Sinne ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann immer auch diesen Podcast hört. Statistisch eher in der Woche. Bis zum nächsten Mal.